Excelsior, liebe Verteidiger des Multiversums und herzlich willkommen zu Marvel Snap. Yo, und wir spielen weiterhin. Kleiner Roho, das hat sich jetzt irgendwie nett wieder mal angefühlt. Also, ich mag dieses Deck. Viele kleine Viecher. Viel großen Ärger für den Gegner. Bishop, Angela. Ach, Bishop gezogen. Captain America gezogen. Ich decke zuerst auf. Nee, dann bringt das nichts. Vor allem ist es immer witzig, wenn die Leute in Runde 1 dann den kleinen Guardian spielen. Okay, Accurate. Tostada spielt mit. Der wird geschnappt. Wie süß. Ja, so funktioniert das nicht. Das ist ja auch sehr cool. Das ist witzig. Spiegeldimension. Es wird ein zweites New York geben. Ja, genau. Spiegeldimension ist New York. Runde 3. Mische 5 Felsen. Und dann mische Yondu. Oh nein. Toll. Wahnsinn. Bin mal gespannt. Ah. Oh, das kann auch witzig werden. Avengers! Assemble. Ah, schade. Die zerstört nur ihr Pendant. So. Oder? Ja, ich kann Okoye da abziehen. Das mache ich auch. Was mir da einfach nichts bringt. Könnt ihr jetzt halt alles Mögliche nach New York spielen. Gucken wir mal, was passiert. Keine Ahnung, ich gehe jetzt voll auf Defense. Das mag ich nicht so, aber mir bleibt nichts weiter übrig bei den Karten. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Okay, aber ich habe insgesamt mehr Punkte. Ich habe gewonnen. 8 Punkte für mich. Ah, wieder ein Rang höher. Ach, nicht mal dafür. Nicht mal dafür abgereicht. So. Aber wir erreichen bald Rang 30. 10er Ränge sind hier entscheidend. Dann geht's richtig ab. So. Squirrel. War schön. Aha. Ah ja. Das Problem ist, jetzt ausspiele. Na gut. Gucken wir mal, was passiert. So richtig bin ich mir. Also, weiß ich nicht. Ich guck mal.
Oh ja. Das war schlau. Schön. Das nennen wir mal nicht. Das kann irgendwie auch schräg in die Hose gehen. Also irgendwie habe ich gerade kein Gefühl. Dabibio. Dabibio. Okay. Ja. Schwierig. Okay. Also, wir sind in Runde 6. Was könnte ich machen? Also, ich könnte Captain America nach hier spielen. Also, kurz, wenn ich ihn nach hier spiele. Was bedeutet denn das? Onslaught kriegt, macht 9 Stärke. Das heißt, ich bin hier bei 27. So. Sie geht auf 9 und die gehen auf 12. Sie geht auf 10 und sie und hier gehen wir auf 11. So. Ich könnte aber auch einfach, ich glaube, ich kann mir den Ort am leichtesten nur nämlich so machen. Mache ich das? Tja. Ja. Also er bringt hier plus 9 und er würde hier 4, 7, 8 bringen. Ich glaube, das ist trotzdem die beste Alternative. Auch wenn das jetzt. Den Ort habe ich sicher gewonnen. Avengers! Assemble. Gewonnen! Ja. Victory! Was gekriegt? Tja. 28. Ich sage so, wie es ist. 28. Ja, das läuft doch eigentlich ganz gut. Oh, es gibt einen zu 7. Wie übel. Also aktuell gibt es noch einen zu 7. Man sollte immer darauf. Was sagt Hero? Entferne die Effekte bei der nächsten Karte, die du spielst. Aha. Was für eine Karte kann man in Runde 2 spielen, in der man keinen Effekt möchte? Eine, die keinen Effekt hat. Das wäre schon nice. Swarm. Ernsthaft? Ja, Nightcrawler. Dann verzichte ich hier auf die plus 5. Ich wüsste jetzt eher aktuell, wäre es nur der Infernaut, der mir diesem Effekt irgendwie schaden könnte. Ja, super. Nächste. Tja, oder auch nicht. Das ist ja auch schön. Man kann ihn mehr zum Abwerfen. Okay.
spannend. Okay, ich snap mal mit. Wenn er wirklich meint, dass er das gewinnt. Ja, gespannt. So, wir haben jetzt 7 zur Verfügung. Hm. Na gut. Nakia macht nicht so richtig Sinn. Ist natürlich nett, aber macht nicht so richtig Sinn. Also, setzen wir mal den entgegen. Und das. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich meine, wir spielen ja um 8 Cosmic Cubes. Das wird mein Gegner wahrscheinlich echt bereuen, dass er das gemacht hat. Ja, jeder kann ja bereuen, was er will. Ha. Das, ja, kann er vielleicht mag sein. Assemble. Nicht beeinflussen. Okay. Victory. Danke. Schön. 3. Achso, ja, ich habe ja kein Geld. Ja, wie ärgerlich. Egal. Danke, dass ihr mir beim Verteidigen des Multiversums zugesehen habt. Das war auf jeden Fall sehr erfreulich und wir sehen uns beim nächsten Kampf und auf der Endcard. Excelsior und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke fürs Abonnieren, Drücken der Glocke und Liken und Teilen des Videos. Wenn ihr euch ein weiteres Video zu Marvel Snap oder anderen Karten und Brettspielen angucken wollt, dann klickt auf das Video in der Mitte. Wenn ihr euch für Aufbaustrategiespiele interessiert, klickt auf AHA. Wenn ihr euch für Action-RPGs und Loot-Shooter interessiert, klickt auf AHA in Action. Und wenn ihr euch für Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k interessiert, dann klickt auf AHA Hammer. Wir sehen uns im